Ist das jetzt an? Ja, er nimmt es an, aber ich weiß nicht, ob es scharf ist. Er nimmt es aber auf. Ja, ja, er nimmt auch. Ach so, weil also, er jetzt nicht so blinkt. Du siehst doch, ja, doch, er blinkt, aber du siehst die Uhr da auch unterlaufen. Ach so, 44, das ist jetzt so diese Zeit, die wir jetzt noch übrig haben, sozusagen, genau, auf so der Speicherkarte. Entspannte 19 Minuten 30. Okay. Hallo, liebe Freunde von der Medizintablette. Herzlich willkommen. Ich bin in Berlin und habe Besucher den Hackbart bzw. meine Eltern. Genau, wir stehen auch inzwischen unseren Namen drauf, damit ihr immer wisst, wer wir sind. Genau. Was machen wir hier eigentlich? Wir wollen uns einfach mal vorstellen. Speziell der Anlass ist, wir haben den 80. Abonnenten und wollten einfach mal Danke sagen. Und damit ihr auch einfach mal seht, wer hinter Amüsiertablette eigentlich steht. Gut, dann sind wir nur zwei Drittel von Amüsiertablette. Ja, aber den dritten treffen wir heute Abend auch noch. Und zwar, der begleitet uns noch, wenn wir einfach beschlossen haben, dass wir heute Abend noch was trinken gehen, was essen gehen. Deswegen, wir werden euch auch noch vorstellen. Er wird bestimmt noch dabei sein. Und dann sind wir komplett. Dann ist Amüsiertablette komplett. Auch der hat sein schönes T-Shirt oder Poloshirt bekommen mit seinem Namen. Vielen Dank dafür. Ja, wir haben einfach dann unseren 80. Abonnenten, sind tierisch stolz darauf. Und wollten einfach auch, wie gesagt, schon am Anfang mal zeigen, wer sind wir überhaupt, was machen wir, damit ihr auch Gesichter habt zum Zuordnen. Wir haben jetzt schon ein paar Mal Facecams gehabt. Richtig, ein bisschen. Aber das ist ja was ganz anderes, als wenn wir mal zusammensitzen und einfach mal dusselig quatschen. Ne? So sieht's aus. Sag ich mal. Also klar, Hackbart, Crunchkau, Rockbar kommt nachher dazu. Da seht ihr dann wahrscheinlich auch noch ein paar Outtake-Aufnahmen aus unserem Zusammentreffen heute Abend beim Mexikaner. Mexikaner. Oh, Cocktail. Jose. Auf jeden Fall. Was machen wir? Wer sind wir? Was ist Amüsiertablette überhaupt? Eigentlich der Ursprungsgedanke war, dass wir zu zweit einen Kanal gründen, wo wir einfach mal das, was wir gerne machen, nämlich zocken, das machen wir unglaublich gerne, einfach mal darstellen, präsentieren können. Und damit haben wir einfach eine stumpfe Idee. Wir haben einfach gesagt, machen wir mal, so aus dem Kontext heraus. Oh, warum machen wir einfach mal? Aufnahmen. Aufnahmen, online stellen. Dann haben wir erstmal festgestellt, was das für eine Arbeit ist und Respekt vor allen anderen, die das auch machen, unseren YouTube-Kollegen. Weil es ist eine ganz, ganz krasse Sache, einfach erstmal irgendwas aufzunehmen, dusselig zu quatschen die ganze Zeit, dazu auch was Inhaltvolles zu präsentieren und das hinterher zu schneiden, Facecams zuzufügen. Und alles, was dazugehört. Ne? Ton muss dazu, die Facecam, wie Grunchcore gerade sagte. Deswegen haben wir jede Menge Kohle mittlerweile schon ausgegeben. Ich möchte nicht mal hochrechnen, was passiert ist oder was wir ausgegeben haben dafür. Aber wir sind momentan so auf dem Punkt, wo wir wirklich da sagen können, wir haben das eigentlich hingekriegt, wie wir wollten. Ja. Arbeiten uns jetzt so ein bisschen durch mit einem Sendeplan, den wir haben, den viele schon kennen von uns. Den wir auch immer wieder aktualisieren und Richtig, genau. Aktualisieren und aktualisieren. Und verdammt. Genau, den wir einfach immer wieder dann verändern, wenn wir auch neue Sachen bringen. Wie jetzt zum Beispiel neu angefangen haben wir Civilization Beyond Earth, sozusagen als angespielt erstmal. Aber nachher kommen auch noch viele andere Projekte mit hinzu. GTA 5 ist in der großen Mache, wenn es denn im Januar im PC rauskommt. Richtig. Im PC. Im PC geboren. Das spuckt das CD-Laufwerk schon aus. Gibt es überhaupt noch CDs? Ich glaube, das sind mittlerweile Blu-rays, aber das spuckt einfach so aus und ja. Genau. Fertig. Genau. Also wie man sieht, wir haben noch vieles vor und haben natürlich dann auch diesen Upload-Plan ein bisschen verändert. Und ja, wie gesagt, wir sind jetzt ganz aus dem Tritt rausgekommen vorhin. Ja, ne? Ich wollte sagen, wer ist Amüsiertablette, aber wir haben auch gar keinen Plan. Wir haben uns jetzt hier auch kein Drehbuch geschrieben für diese Aufnahme. Hingesetzt und los. Hingesetzt, gesagt, hey, nimm mal auf, voll geil, ist bestimmt eine lustige Idee, ohne die Konsequenzen zu bedenken. Wir werden verklagt. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Puh, mal Dummheit. Weiß es nicht. Okay. Und deswegen, also wir sind Amüsiertablette, das heißt, wir drei machen jetzt diese Videos, wo wir wirklich viel Geld investiert haben, wenn ich daran denke, was ich an Headsets probiert und getestet habe, bis ich dann schlussendlich bei dem gekommen bin, was Hackbart auch hat. Ne? Also hätte man auch einfacher haben können. Verstehe. Aber ich habe auch schon USB-Mikrofon ausprobiert, gar kein Thema. Also wir haben wirklich viel, viel Zeit jetzt investiert und wie viel Herzblut auch, weil wir einfach sagen, okay, der Spaß steht im Vordergrund. Klar, wir schalten auch Werbung bei uns mal drauf auf einige Projekte, sagen aber auch ganz klar, also hey, ja, Werbung, schön und gut, wenn man da mal so ein 2-3 Cent für das Video dann verdient, dann nehmen wir die halt gerne mal mit, aber es ist jetzt nicht dazu da, um reich zu werden. Das steht also, zumindest nicht bei uns im Vordergrund. Wie wir schon, oder der Name sagt, Amüsiertablette, wir wollen alle ein bisschen Spaß haben und uns amüsieren, deswegen, es ist mit dabei, ja klar, tut uns mehr oder weniger leid, eher weniger, wie auch immer. Aber ja, wir wollen Spaß haben, das heißt, wir machen wirklich auf das, was wir Bock haben, wir machen hier kein Drehbuch, wir sind in keinem Netzwerk, das heißt, die 3,1 Millionen Abonnenten, die manch anderer User oder Let's Player hat, die werden wir nie erreichen.
Denke ich zumindest bis jetzt. Vielleicht kommt ja irgendwann mal der große Durchbruch. Aber die Abonnenten, die wir haben, die uns abonniert haben und uns verfolgen, die haben uns hart erkämpft. Dafür, wie Ganschko vorhin schon sagte, sind wir euch sehr dankbar. Ja, es ist auch nicht so. Wir kommentieren auch gerne Videos von anderen Usern. Ne? Das wird ab einer gewissen Menge auch schon sehr, sehr unübersichtlich. Das ist einfach viel. Ne? Wenn ihr uns kommentiert oder wenn ich so sehe, andere YouTuber so mit mehreren Millionen, sage ich mal, Abonnenten, wie die auf die Community eingehen können, das machen wir ganz anders. Klar, die Community, wenn ihr Kommentare bei uns hinterlasst, Kritik, Anregungen, das setzen wir alles am besten schon sofort um. Da geht sofort in unseren Kopf los, hey, da genau, müssen wir was ändern. Wir können das am besten regeln. Wir hatten auch Kritik und Anregungen bei uns in den Kommentaren mit bei oder auch schon im Forum, wo wir unterwegs waren, wo die gesagt haben, hey, könnt ihr nicht vielleicht mal das und das machen? Und dann haben wir das uns angenommen und haben gesagt, okay, dann machen wir es halt auch ein bisschen anders. Ne? Es ist ja kein Meister vom Himmel gefallen. Sie. Und wenn halt mal was nicht stimmt, dann versuchen wir es auch zu ändern, ganz klar. Also wie gesagt, wenn wir natürlich größer werden und mehr Abonnenten haben, würde ich auch mal sagen, ja klar. Aber wir wollen natürlich auch für die Community immer noch da sein und auch irgendwie kommentieren können, dabei sein und so ein bisschen andere. Wir abonnieren ja auch andere Leute und gucken uns da die Videos mal an und versuchen das auch mal zu kommentieren, wenn wir die Zeit dafür haben. Das ist ja alles neben dem Beruf. Richtig. Das muss man dazu mal sagen. Also wir sind trotz alledem ein bisschen hauptberuflich noch unterwegs und haben auch noch ein privates Leben. Das heißt, die Videos, die entstehen, wenn möglich, zwischen Freundin, Lebensgefährtin und Arbeit, also mal so schnell gemacht. Das heißt, es kann auch mal passieren, dass ein oder anderes Video nicht direkt online kommt. Trotz Uploadplan. Genau, trotz Uploadplan sei uns verziehen. Können wir nicht ändern, weil noch sind wir, auch wenn wir Spaß haben wollen, Real Life geht einfach vor. Ansonsten einfach mal was zu unseren Personen. Wer bist du? Was machst du überhaupt? Was? Wenn du vom Beruf redest. Also, man wie kennt, alt? Ich meine, mit deinem Bart siehst du aus wie 40. Wie so ein Schwerverbrecher, wie 40 aus. Nein, so alt bin ich noch nicht. Nächstes Jahr mache ich meine 30 voll. Midlife Crisis, Party. Nein, ich hoffe, das passiert nicht. Arbeiten, so indirekt könnte man sagen, ich bin eigentlich ein Auftraggeber. Ich arbeite für ein großes Tabakunternehmen hier, was sich mit dem Cowboy ein bisschen zusammentut. So nenne ich es einfach mal, ohne Werbung zu machen. Bin dort direkt als Mechaniker tätig. Und das war es eigentlich auch schon. Also ich lebe so zwischen Cowboy und Let's Plays. Ja, Indianer, genau. Indianer. Also, ich habe in meinem anderen Zimmer auch ein Indianerzelt aufgebaut. Ja, natürlich, da schlafe ich dann jeden Abend drin. Ganz klar. Er lebt in Berlin. Bei mir ist das was ganz anderes. Ich bin 29 Jahre alt. Ich bin vor zweieinhalb Jahren sind es jetzt, nach Münster gezogen, auch wegen der Arbeit. Ich arbeite für ein großes Telekommunikationsunternehmen, auch ohne jetzt Werbung zu machen, einfach als Info. Ja, und da hat sich der Weg so ein bisschen getrennt zwischen uns, sage ich mal. Also ja, hier in Berlin, ich in Münster. Aber dieses Let's Play bringt uns doch da schon wieder so ein bisschen zusammen. Richtig. Weil wir müssen natürlich die Projekte besprechen. Bla, das macht man alles über Teamspeak. Wir haben uns extra Teamspeak-Server gemietet und versuchen uns da dann auch abzusprechen. Also es hat uns dann schon wieder so ein bisschen, bisschen wieder zusammengebracht, so auch auf diese Distanz hin. Das ist schon ganz cool. Da überbrückt man doch so manche Entfernung. Dank Internet sei Dank, ne? Richtig. Muss man einfach Wenn man sich fragt, wie wir eigentlich zueinander getroffen haben, wir kennen uns aus der Oberschule. Das heißt, 7. bis 10. Klasse haben wir gemeinsam verbracht, uns gegenseitig auf dem Pausenhof verprügelt oder in Mülleimer geschmissen, wie auch immer. Und da war auch Rockbock bei. Das muss man dazu auch erwähnen. Rockbock war auch der dritte im Bunde, der jetzt dazugekommen ist, neu dazugekommen ist, weil wir waren ja Ursprungsbesetzung zu zweit. Und Rockbock kam ja hinterher erst nach und hat gesagt, boah geil, was macht ihr denn da? Genau. Das ist eigentlich ganz cool, da will ich auch mal mitmachen. Haben wir gesagt, hey, noch ein dritter, andere Spiele wie Anno 2070, Alien Isolation, an die wir uns Schisser uns gar nicht trauen würden. Ja. und den kennen wir auch von der Oberschule. Also wir sind wirklich jetzt wieder so eine Clique. Früher waren wir auch immer so klickenhaft unterwegs, die jetzt so dadurch auch wieder so ein bisschen zueinander gefunden hat, beziehungsweise nicht zueinander, wir waren ja schon immer Freunde irgendwo, aber halt auch wieder ein bisschen was miteinander zu tun hat, wo wir ein gemeinsames Hobby haben. Was machen können. Genau. Ah, schon ganz, ganz fesch eigentlich. Und somit finde ich es eigentlich umso besser, dass Grunchcore heute mal hier vorbeigekommen ist. Somit könnten wir auch, wenn das halt alles so klappt, wie wir uns das vorstellen, wirklich zu dritt mal noch zusammensitzen und mal alte Zeiten aufwühlen. Zu einer leckeren Brause natürlich, ne? Natürlich. Alkohol. Juckt die Nase so, deswegen muss ich da mal so lang rein. Wenn die juckt. Warum? Das ist auch egal, ist ja auch groß. Ja, nachher werdet ihr noch Bilder sehen von Rockbock und uns, wenn wir unterwegs sind, von einer anderen Kamera aus, mit einer anderen Kameraperspektive. Die nehmen wir einfach mal, ich denke, die nehmen wir mit, oder? Ja, die nehmen wir mit, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und dann werdet ihr einfach noch mehr von uns sehen und auch mit den Outtakes zusammen, die wir vielleicht irgendwo mit ranschneiden, werdet ihr sehen, okay, wir sind
Wir sind eigentlich Chaoten, wir sind nicht immer so ordentlich wie jetzt hier und können was erzählen. Nee. Eigentlich sind wir auch nur ganz normale Kerle, ganz normale Menschen, die einfach ein bisschen Spaß haben wollen. Richtig. Somit verabschieden wir uns von euch, danken euch auf jeden Fall für die Abonnentenzahl, die jetzt erreicht wurde. Und wir hoffen natürlich, dass wir euch noch weiter halten können und ihr uns treu bleibt. Und somit würde ich sagen, genau, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Auf Amüsiertablette mit euren Amüsiertabletten. Genau, bis dann. Ciao. Ciao. Hallihallo, Freunde von der Amüsiertablette. Heute mal in Fischaugenoptik. Und ratet mal, wer hier ist. Der Crunchcow ist auch am Start. Er hat mich besucht, beziehungsweise besucht seine Familie einfach mal in Berlin. Und wir sitzen einfach mal gerade bei Möpsen und lecker Bierchen hier und chillen eine Runde. Und nachher wollen wir einfach noch was trinken gehen und dann. Ja. Was machen wir nachher? Trinken. Hast du auch gesagt? Trinken, genau. Wir gehen einfach trinken und einen schönen leckeren Burger essen. Auf jeden Fall, auch außerdem hier unsere T-Shirts, ne? Ja, genau, wir haben T-Shirts gekriegt. Dreh dich mal um. Achso, warte mal. Doch, hier. Ah, ist das der Hammer? Schaut euch das an. Ja, aber nur wegen meinem muskulösen. Ja, wunderbar. Das ist ein bisschen spiegelverkehrt jetzt, aber umso geiler. Ich würde sagen, das sind einfach Outtakes, Probeaufnahmen. Ob die funktionieren, sehen wir dann. Bis dann, ciao! So, Testaufnahme Nummer 2. Bild. Bild leicht schief, oder? Also, nee, ist ja. Egal, wir scheißen einfach was drauf. Es sind immer noch Testaufnahmen mit unserem Mikrofon. Ja. Vielleicht müssen wir das Mikrofon hier auch näher so ranhalten, weil wir es jetzt hier haben oder so. Ja, perfekt. Aber wir sind voll unscharf. Wir müssen die ganze Zeit irgendwie halten. Ich weiß nicht, Fokus hier. Aber ist ja auch egal, man sieht unser Mikro nicht, das ist noch viel besser. Das aber dass du jetzt ganz eine Blume in der Hand hast. Ja, Blümchen. Und da hängt auch das Mikro dran. Warte, warte, warte. Ja. Oh, das war voll die geile Konstruktion. Ja, total. Also, das ist keine echte Blume. Nein, tut mir leid. Achso, falls du das siehst, Entschuldigung. Ja, genau. Auf uns halt beteiligt oder so. Komm, komm. What's up? Nimmst du es auf? Du kleiner Ei! Komm, erzähl mal, wer du bist. Genau, erzähl doch mal. Erzähl mal, wer du bist. Hallo, ich bin der Rockbock. Pass auf, wir können das auch zusammen machen. Pass auf. Also, pass auf. Das ist der Rockbock. Wir haben ja versprochen, dass wir den auch hier antreffen. Nee, nicht wirklich. Oh, also wir haben vorhin im Video gesagt, dass wir Rockbock noch treffen. Der junge Mann sitzt jetzt hier und der hat hier so eine Spider-Kamera zwischen den Brillen. Der nimmt alles auf und NSA lässt grüßen, ohne Witz. Seht ihr sie? Nein, also wie ihr seht, wir haben hier ein paar leckere Cocktails. Ja, wir haben hier auch so ein Fan-Treffen. Ihr seht es hier, ne? Super klasse, unsere ersten Fans, die wir eigentlich. Die sind alle gekauft! Die laden wir auch nicht zum Essen oder Getränke ein, sondern die uns. Das ist noch viel geiler an der Sache. Und was gibt's noch Spannendes zu erzählen? Schaut einfach wieder bei uns rein, wenn es heißt Alien Isolation. Genau. Mit dem Schisser Rockball. Bis dann! Alter, Leute, hey. Ist vorbei. Hallo? Alter, du siehst so Porno mit deiner Brille aus. Ja, ich weiß. Fan-Treffen ist vorbei. Wir werden jetzt einfach Kopf weiterziehen. Genau, wir ziehen jetzt einfach weiter in Billardbar ist es, glaube ich. Billardbar, ne? Billardbar, genau. Ja. Wenn die nicht aufhört, gehen wir ins Irish Pub und sauf uns weiter die Hucke zu. Warte, auf Wiedersehen. Tschüss. Komm, du. Das ist das Geilste. Da spiel mal irgendwie hier und ja, ich hasse es. Ja, genau so. Jawohl! Das Schöne an der ganzen Geschichte ist sehr, sehr krass. Kannst du dir doch mal. Wie fühlst du dich denn jetzt gerade so? So? Ja.